Wahljahre sind gute Börsenjahre. Ich glaube, diesen Spruch hat jeder schon mal von uns gehört. Und heute gehen wir ins Detail. Wir schauen uns über 120 Jahre Geschichte an und überlegen uns genau, ob Wahljahre wirklich gute Börsenjahre sind und ob das fürs ganze Jahr gilt, ob es Ausnahmen gibt und gerade was es für die Investmentperiode in den nächsten Wochen und Monaten kurz vor der Wahl am 3. November in den USA bedeutet. Und damit schön, dass du dir dieses Video von Finanzmarktwelt anguckst. Wir werden exklusiv über 120 Jahre auswerten, also 120 Jahre Statistik, wo 30 Wahlen stattgefunden haben. Und wir beziehen uns in der Analyse hier auf den amerikanischen Aktienmarkt, auf den Dow Jones, 30 Titel, die hier entsprechend schon sehr lange gelistet sind. Und du siehst die Performance seit dem Jahr 1899 bis aktuell. Du siehst hier die logarithmierte Darstellung, da ist der Dow Jones natürlich deutlich angestiegen. Und es gab einige Wahlen, ich habe jetzt hier nicht alle aufgeführt, aber es gab einige Wahlen in den letzten 120 Jahren, um genau zu sein, 30 Stück. Und ja, es stimmt, durchschnittlich in einem Wahljahr geht die Performance nach oben, insgesamt 7,9%. Und wenn wir uns die letzten 30 Wahljahre anschauen, ist es so, dass 21 Mal der Markt in einem Wahljahr gestiegen ist, 9 Mal nur gefallen. Das heißt, wir haben hier eine Trefferquote von 70% für steigende Kurse. Momentan sind wir im Dow Jones year to date ja noch im Minus. Müssten wir also von dieser reinen Analyse her in einem Wahljahr nach oben gehen. Aber jetzt heißt es Vorsicht, denn es lohnt sich hier etwas mehr ins Detail zu gucken, denn man sollte die Frage stellen, Trump oder Biden, wen kann die Börse mehr leiden? Und man sollte sich vor allem die Statistik genau angucken, insbesondere wenn wir einen Wechsel haben von einem republikanischen Kandidaten wie aktuell Donald Trump zu einem demokratischen. Und da kann man jetzt viel mutmaßen, was im November tatsächlich passieren wird. Es ist noch lange hin bis zur Wahl. Wir wissen ja, in den Vorsagen ist Joe Biden teilweise mit zweistelligen Prozentwerten vorne. Das war damals mit Hillary Clinton auch, dass Donald Trump deutlich hinten lag. Meine persönliche Meinung ist, dass Trump die Wahl eindeutig verlieren wird, wegen der Pandemie und auch wegen der Rassismusdebatte. Trotzdem ist es natürlich nicht klar, wer die Wahl gewinnt. Aber ganz egal, ob wir einen elected President haben, der weiter amtiert, und da haben wir ja den Bonus des Amtsinhabers, oder ob wir einen Präsidentenwechsel sehen, insbesondere im Monat vor der Wahl, ist eine spannende statistische Anomalie festzustellen und über die werden wir sprechen. Generell weißt du vielleicht, der Präsidentschaftszyklus hat ja diese 4 Jahre, das Nachwahljahr mit durchschnittlich 7,2%, das Zwischenwahljahr mit 4,2%, dann das Vorwahljahr, aktuell unter Donald Trump, das Jahr 2019, statistisch das beste Jahr, 12% im Durchschnitt aus den letzten 120 Jahren und auch 2019 war natürlich ein tolles Börsenjahr. Da hat sich diese Idee des Vorwahljahrs wieder einmal auch manifestiert und das Wahljahr selber mit 7,9%. Alles im Plus, das hängt eben auch an dieser Statistik, dass die Märkte insgesamt steigen und dadurch im Durchschnitt natürlich hier die Kurse auch nach oben gehen. Aber Wahljahre und Vorwahljahre sind besonders stark in der Rendite. Und da ist es natürlich leicht zu sagen, ein Wahljahr wie aktuell 2020 muss ja immer gut für die Börse sein. Aber da lade ich ein bisschen zur Warnung ein. Und wenn wir uns das hier zum Beispiel mal genauer angucken, hier sehen wir mal alle Präsidenten seit 1944, also Roosevelt, Truman, Eisenhower und so weiter. Und wir sehen eben auch, welche Partei entsprechend hier in charge, also in der Verantwortung war. Was auffällt, ist auch Demokraten, Demokraten, Republikaner, Republikaner, Demokraten, Demokraten, Republikaner, Republikaner. Dann mal ein Wechsel, 76 mit Carter, das ist eher selten, auch hier von Republikaner auf Demokrat, so wie es eben jetzt auch mit Donald Trump passieren könnte, dass hier eben dann der Wechsel auch passiert. Dann direkt wieder Republikan, also auch das ist sehr selten, dass hier nur eine Amtszeit Demokrat da war, dann 3 Perioden Republikaner. Dann wieder das alte Muster, Demokraten, Demokraten, Republikaner, Republikaner, Demokraten, Demokraten und jetzt wieder der Republikaner mit Trump. Und es ist einfach unwahrscheinlich, dass wir hier einen Parteiwechsel haben. Trotzdem sieht es diesmal sehr deutlich aus, als wenn eben Joe Biden, der ja als Sleepy Joe auch von Donald Trump immer gern bezeichnet wird, die Wahl gewinnt. Es spricht viel dafür. Er ist nicht wirklich gut für die Börse, glaube ich, denn er möchte zum Beispiel Dividenden besteuern. Er möchte eben hier die Steuererleichterung von Donald Trump, die er ja auch schon relativ früh gezündet hat, das Fiskalpaket, möchte er zurückfahren. Er steht für einen harten Kurs gegen China, für mehr Klimaschutz und. Aber insgesamt ist er eben eher ein Feind der Wall Street und eher ein Freund der Main Street. Also das sollte nicht besonders gut sein. Und da lohnt sich gleich ein Blick auf die Statistik. Fakt ist aber auch, dass ein elected President immer einen geringen Vorteil hat, weil die Amerikaner lieben eben Beständigkeit. Und trotzdem denke ich, dass das Establishment mit Joe Biden sich diesmal durchsetzen wird. Biden war ja schon Vizepräsident,
hatte ja auch schon einen öffentlichen Auftritt mit Barack Obama. Momentan ist der Wahlkampf natürlich noch nicht auf 120%, insbesondere auch, weil die Parteitage, die ja eigentlich immer der Startschuss sind, um in den richtig heißen Wahlkampf einzusteigen, auch entsprechend abgesagt bei den Demokraten oder verlegt bei den Republikanern wurden. Momentan ist der Termin für Mitte August, aber auch da muss man sehen, ob das mit der Pandemie aktuell funktioniert oder ob man es online abhält und inwieweit dann Donald Trump tatsächlich hier diese großen Rückstände aufholen kann. In Social Media ist er gut, das weiß man. Trotzdem natürlich die Frage, ob er da entsprechend auch die Dinge wieder aufholen kann. Und ich habe Statistik versprochen, die möchte ich jetzt liefern. Und zwar zeige ich dir jetzt mal 90 Jahre einer statistischen Auswertung, hier mit den Daten von Sisonax, eine Quelle, die ich sehr gerne nutze. Und wir schauen uns mal den Dow Jones an. Wir sehen hier den Dow Jones im Hintergrund, schauen uns den über 90 Jahre an und sehen eben dieses klassische Sommer-Winter-Muster. Im Winter gehen die Kurse nach oben, im Sommer läuft der Markt tendenziell seitwärts, immer auch wieder mit deutlichen Ausreißern nach unten. Aber das interessiert uns hier erstmal weniger, sondern was uns natürlich interessiert, sind die Election Years, also die Jahre, wo gewählt wird, wie zum Beispiel das Jahr 2020 oder 2016 oder davor 2012. Und was wir sehen können, ist jetzt, dass hier diese spannende Anomalie herrscht. Ganz egal, welcher Präsident gewählt wird, man sieht das schön, zwischen September und Oktober gehen die Kurse eher nach unten, nur um dann zum Jahresende auch wieder anzusteigen. Das ist auch der Spruch, politische Börsen haben kurze Beine. Diese Bewegung nach unten, die hier rein statistisch auch 2,5% ist, das ist eine ganze Menge. Wir haben eben hier auch einige Datenpunkte, die analysiert werden, 22 Stück. Und da sieht man eben, dass durchschnittlich in 2/3 der Fällen sogar in dem Monat vor der Wahl, also Mitte September bis Anfang oder Ende Oktober vielmehr, also dass vor der Wahl hier so ein starker Rücksetzer ist, ganz egal, ob der Präsident gewinnt und wiedergewählt wird oder ob der Präsident eben auch wechselt. Das schauen wir uns gleich nochmal an, insbesondere die Konstellation, wenn aus einem republikanischen Kandidat ein Demokrat wird. Aber ganz unabhängig davon, in Wahljahren, die ja 7,9% im Plus sind, ist trotzdem diese reine statistische Anomalie vorher, dass der Markt hier zumindest ein Stück weit korrigiert und im Durchschnitt 2,5% fällt und eben auch im Absolutwert 2/3 der Zeit in diesem einen Monat oder anderthalb Monaten vor der Wahl eher zur Schwäche neigt. Noch nicht jetzt Anfang August, aber Mitte, Ende September geht es dann los. Deswegen hier auch schon mal eine leichte Warnung vielleicht für die nächsten Wochen und Monate angebracht, dass zumindest vor der Wahl, wenn der heiße Wahlkampf beginnt, wenn die Polls dann auch eindeutiger werden, also die Umfragen, hier vielleicht Gefahr im Verzug sein könnte. Führen wir das Spiel aber ein bisschen weiter und schauen uns jetzt nur mal die Dinge an, wo wir tatsächlich auch einen Trendwechsel haben. Also nehmen wir hier nochmal die Analyse raus. Ich nehme mal kurz alle Daten raus. Dauert eine Sekunde. Und dann schauen wir uns mal nur die Wahljahre an, wo wir auch einen demokratischen Präsidenten hatten, der eben einen Republikaner beerbt hat. Und das ist relativ spannend, denn da wird man nämlich sehen, dass dieser Effekt, den ich gerade schon für den Durchschnitt beschrieben habe, hier nochmal härter zustande kommt. Also wann war das der Fall? Ganz klar 2008, das hatten wir uns ja gerade angeguckt, damals mit Barack Obama, der ja auch schon einen Auftritt mit Joe Biden hatte. Das war ganz lustig, der deutlich jüngere Barack Obama, so ein bisschen als Ziehvater für den Joe Biden, der ja nur Vizepräsident damals war. War ein ganz lustiges Bild für die Kamera. Wir hatten es 92, wir hatten es auch im Jahre 76 und wir hatten es uns einmal auch im Jahre 1960, wo dieser Wechsel zustande gekommen ist. Und auch da sieht man wieder in dieser Periode von jetzt schon August bis Anfang zur Wahl sind eben diese drei Perioden, die wir haben, deutlich negativ gewesen. Also wenn dieser Präsidentschaftswechsel zustande kommt, auch dann gilt eben nicht diese klassische Börsenweisheit, dass Wahljahre immer gute Börsenjahre sind, sondern dann kann man durchaus ein bisschen differenzierter gucken und muss einfach feststellen, dass gerade die Zeit, wenn es den Präsidentenwechsel gibt, eben deutlich auch negativ mit der Statistik belegt ist, sogar ab dem aktuellen Zeitpunkt, also hier ab 5., 6., 7. August, wo wir uns gerade befinden, bis eben in der Zeit zur Wahl die Kurse immer gefallen sind. Es ist natürlich keine empirische Grundgesamtheit, die repräsentativ ist, weil es einfach nur 4 Observationen sind. Aber es macht Sinn, es geht runter. Und ich habe das auch mal für den deutschen Markt analysiert. Und diese Grafik, die ich dir jetzt zeigen kann, findest du auf meiner Webseite www.andre-stagge.de. Und da findest du eine Rubrik, die heißt Strategien. Da sind einige Börsenstrategien kostenlos aufgelistet und da findest du eine Strategie, die ist ganz unten, die nennt sich Wahlgeschenk. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen, das kannst du gerne nachlesen, falls es dich interessiert. Ich habe hier nur mal analysiert, vor einer Wahl short zu gehen,
im DAX habe ich mir das angeschaut, aber es funktioniert auch für andere Märkte, und nach einer Wahl long zu gehen. Also das, was wir saisonal gerade mit den Daten von CISENAX festgestellt haben, funktioniert klassisch um eine Wahl sehr gut. Es macht auch Sinn, denn vor einer Wahl ist die Verunsicherung der institutionellen Marktteilnehmer, wie ich ja lange auch als Fondsmanager aktiv war, eher groß. Man wird Positionen gerade im Sommer auch zurückfahren. Man wird sie eben nicht zu stark hier ins Risiko begeben, weil man eher mal abwarten möchte, wer dann Präsident wird, wie das Programm ist, wie es dann auch ausgestaltet wird, dass es am Ende dann nicht so heiß gegessen wie gekocht wird. Das ist eine andere Sache. Aber vor den Wahlen, insbesondere in diesen 80 Tagen davor, tendiert der Markt eher dazu zu fallen, um dann aber in den nächsten 80 Tagen, wenn man merkt, naja, neuer oder alter Präsident spielt vielleicht gar nicht so sehr eine Rolle, wieder zu steigen. Also die Periode vor der Wahl ist in der Regel eher schwach bis negativ. Die Periode nach einer Wahl ist eher positiv. Und da ich mir solche Saisonalitäten gerne anschaue, gerne eben auch hier mit dem Wahljahr kombiniere, wollte ich das gerne exklusiv für die Community von der Finanzmarktwert teilen. Ich fand diese Analyse ganz spannend. Und wenn du es nachlesen willst, hier mit einer Menge Text, findest du das bei mir auf der Webseite www.andre-stagge.de und dann die Strategie Wahlgeschenk. Schau dir das gerne mal an und lass es in dein Handeln einfließen. Denn Wahljahre sind zwar im Durchschnitt die zweitbesten Börsenjahre im Präsidentschaftszyklus, aber gerade der Monat vor der Wahl oder auch bei einem Präsidentenwechsel, sogar die zwei Monate davor, sind eher differenziert zu betrachten. Ich glaube nicht daran, dass Donald Trump wiedergewählt wird, aus ganz verschiedenen Gründen, die jetzt heute den Rahmen für das Video sprengen. Aber wenn das so ist, dass Joe Biden an die Macht kommt, sind die zwei Monate vorher sogar negativ. Selbst wenn Donald Trump gewinnt, rein statistisch in den letzten 120 Jahren mit 30 Observationen, wäre es eben auch so, dass der Monat davor eher negativ ist, nur um danach dann diesen Wertverlust auch wieder aufzuholen. Ich fand das persönlich spannend, ich hoffe du auch. Und wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne einen Kommentar, gib den Daumen nach oben. Und wenn du magst, hören wir uns auch bald wieder hier bei der Finanzmarktwelt.